Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Magic the Gathering live mit Marc und Olsen. Wir lassen hier wieder die Karten fliegen und ich habe meine ganzen Taschen schon ausgefüllt mit meinen Spezialkarten hier drin. Ja, Olsen, du bist dran, du alter Pokémon. Die hole ich dann hier raus und dann gibst du mir wieder richtig Klatschen für den Agri. Ich glaube, du könntest kein Pokémon werden. Bisasam könnte ich werden. Nee, du könntest es nicht werden. Nicht? Passt nicht ein Ball rein. Ja, das ist hart. Ich habe mich schon mal gefragt, wie die in die Bälle reinpassen. Ja. Vielleicht beschwert sich die Peter mal wieder. Ja, Tierquälerei und so. Ja, haben sie ja schon. Echt? Bei Pokémon? Ja, ja. Das ist so wie Tuya-Tier, passen die Haltung, ne? In kleinen Bällen. In Taschenform halt. Ja. Genug mit Pokémon hier. Wir spielen ja bestimmt kein Pokémon. Wir spielen ja das einzig wahre, richtige Sammelkartenspiel, was es gibt. Das allererste, was es auch gab. Und das wäre? Magic the Gathering. Ah, das war mir jetzt, ganz neu. Ja, ja. Und ich spiele heute ein Vampir-Deck. Was wir geschenkt bekommen haben, das ist echt super zusammengestellt und dann will ich mal gucken, ob ich den Agri damit ganz schnell besiegen kann. Ja, und ich spiele auch ein gutes Elfendeck und damit werde ich Ose natürlich noch einen Tucken schneller besiegen, bevor er mich besiegt. Elfen gegen Vampire, mhm. Soweit kommst du auch nicht. Bevor wir hier ziehen, müssen wir jetzt erstmal Schnick, Schnack, Schnuck machen, um rauszufinden, ja, wer gewinnt. Ja, genau. Wer gewinnt? Schnick, Schnack, Schnuck. Nein! Ich gewinne! Ja! Wir brauchen gar nicht mehr spielen! Okay. Und nächste Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Gleichen Decks. Ja. So wie jetzt. Immer am Anfang bei Magic and Gathering gibt es ja 7 Karten. Ja, es gibt mehr Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich ziehe mir mal so 10. 7 Karten für die Starthand. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Na, das geht. Ja. Optimal gezogen, würde ich mal so behaupten. Optimal, 3 Mana? Aber weißt du das? 3 Mana ist immer optimal in meiner Meinung nach. Das ist so, ist es denn wohl? Es ist so, wie es ist. Ja, sind viele Mana dabei. 3 Stück. Mann, ist denn der dritte Mana? Ach, da ist das richtig. Falsch sortiert. Ich gucke mir gerade meine Karten an, ich spiele das Deck hier gerade zum ersten Mal. Sehr interessant, sehr interessant. Okay, Target Creature, alles klar. Ich glaube, ich bin bereit. Okay. Nicht so gut der Zug, wie ich gerade dachte am Anfang, aber ich glaube, wir riskieren es einfach mal. Ich darf ja anfangen, deswegen spiele ich jetzt einfach direkt mal einen Sumpfi. Und ich kann schon mal spielen. Nee. Ich spiele den Shadow Ellie Denizen. Creature Dennis? Vampire Rogue. Whenever another black creature enters the battlefield under your control, target creature gains intimidate until end of turn. Also immer wenn ich eine schwarze Kreatur rausbringe, werden alle Kreaturen intim. Nee, kann ich eine Kreatur auswählen, die dann Intimidate hat, also einschüchtern. Das heißt, du kannst sie nicht blocken, es sei denn, sie hat die beim Artefakt oder dieselbe Farbe. Alles moin, klar. Moin, Mike Speeder. Er schreibt gerade, ich habe ihn gestern enttäuscht. Es tut mir leid, ich konnte gestern leider nicht. Ich hatte starke Schmerzen, ich hatte mir einen Nerv am Rücken eingeklemmt. Und lag die ganze Nacht wach. Ich war davor den Tag von, ja, wollte eigentlich so um halb bin ich ins Bett gegangen und dann hat es angefangen, die Qualen, die Todesqualen, die ich durchstehen musste. Lag dann am nächsten Tag bis 14 Uhr, ging gar nichts bei mir. Und naja, dann war ich kurz bei meiner Schwester, die hat mich dann schon erstmal am Rücken massiert und erstmal den Wirbel wieder eingerenkt. Die hat das sowas mich gelernt. Und jetzt läuft alles wieder, jetzt kann ich wieder normal arbeiten und mein Rücken tut mir nicht mehr so weh, Gott sei Dank. Echt, tut mir wirklich ganz, ganz so leid. Ich habe mich selbst auch geärgert, dass ich gestern nicht streamen konnte und euch dadurch natürlich ein bisschen mit enttäuscht habe. Ja, das war echt hart. Ist hart, muss das Darkrift mal ausfallen, aber dafür ist jetzt Magic da. Ja, so, du bist dran. Ja, aber nur weil du AIDS bist. Okay, das hatte ich, ja. Gut, dann ziehe ich mal eine Karte. So, und dann spiele ich mal auch ein Mana. Sollst du die Karten vorher durchlesen? Ich habe schon durchgelesen. Ich weiß ja schon, was ich spiele, du Wurst. So, jetzt spiele ich hier nämlich den Wilson auch schon, den Beschützer, den Essenzbeschützer. Whenever another creature comes into play, you gain one life. Ja. Das ist frech. Tja. Das ist frech. Das fertig, ja. Ne? Mhm. Okay.
Osen ist dran. Den Blitz hier. Go, Agrigo, 11. 11. 11, 11. Ja, ich werde denken, das lasse ich nicht zu, dass ihr Osen jetzt erstmal ordentlich hier den Popo versohlen. Nö, nö, nö. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. So, das ist doch schon mal sehr schön. Jetzt spiele ich den Bloodseeker. Whenever a creature enters the battlefield under an opponent's control, you may have that player lose one life. Hast du gesehen, ne? Meinst du? Kriegst du erstmal ein Leben. Cool. Und immer, wenn er jetzt draußen ist und... Er ist doch draußen. Ja, ja. Aber jetzt, wenn ich noch eine andere Kreatur rausbringe... Ne, wenn du eine Kreatur rausbringst, verlierst du immer ein Leben. Wie blöd ist das denn? Ja, dann ist es ja geil, dann passiert ja gar nichts. Ja, es sei denn, ich bringe Sachen raus, dann kriegst du trotzdem Leben. Ich krieg jetzt noch ein Leben, ne? Danke. Ja, hast du doch gerade schon gekriegt. Achso, gedacht, ich krieg jetzt extra noch ein Leben, weil du... Nee, nee. War das nicht so, dass ich auch einen... Du verlierst einen, wenn du einen rausbringst. Okay, ich hab jetzt gedacht, ach ja, deswegen habe ich einen. Ja. Und... Okay, ich mache auf ihn hier... Was machst du mit dem da? Einschüchtern und greif dich an. Ja, kann ich ja machen. Kann ich ja sowieso nichts machen. Kannst du sowieso nichts machen. Nee. Da hast du recht, dann verlierst du direkt wieder einen. Oh, das ist jetzt sehr traurig. Ja, du bist dran. Das ist ja was. Erstmal wieder enttappen. Oh, das ist ja auch eine schöne Sache. Nochmal eine Mana spielen. Jetzt muss ich natürlich Olsen dafür bestrafen. Dass ich dir gerade ein Leben abgezogen habe. Bestraf mich, bestraf mich! Du ein Tümmel bist. Hey, hallo? Männliches Glied. Viel besser, viel besser, danke. Viel besser, ne? Ein sehr großes, hoffe ich. Kann ich meine Männlichkeit hier beweisen? 2 Zentimeter. Nachreiben. Das ist hier ja schon wieder nicht jugendfrei. Warum? Nicht jugendfrei ist das hier, was du hier treibst. Ich treib doch gar nichts. Ich gucke meine Karten. So. So, so. Wollte ich so doch nicht mehr sagen. Thornwield Archer, Kreatur Elf Archer mit Reach und Death Touch. Er hat den Death Touch am Start. Mit Reichweite und Todesbewegung. Na klar, wenn schon, denn schon, ne? Ja, also du verlierst ein Leben und kriegst ein Leben. Ja, also, das heißt, es bleibt so. Ja, schön, ne? Darf ich nur nicht meinen guten Essenzwaden verlieren? Deine Essenzwaden, die darfst du jetzt nicht verlieren. Oh, ist gar nichts, der blufft nur. Der blufft immer. So, machst du was? Der nutzt auch seine Fähigkeiten, die ich nicht kenne, mal zu seinem Vorteil aus. Da steht aber schon noch gar nicht drauf, dass er ein Leben extra kriegt. Das hat er gerade noch erfunden. Soll ich es mal vorlesen? Ja, auf Deutsch bitte. Wann immer eine Kreatur aufs Spielfeld kommt, unter der gegnerischen Kontrolle, kannst du den Gegner ein Leben verlieren lassen. Ja, kannst du, aber das heißt ja nicht, dass der das wirklich verliert. Du kannst es machen, aber du musst ja nicht. Ich muss es nicht machen, nee. Ja, also machst du ja dann auch nicht. Natürlich mache ich es. Du bist doch ein netter Mensch. Ja, komm, wir müssen hier mal ein bisschen Gas machen. Was denn? Du bist doch dran. Du musst erst. Greifst du an? Machst du irgendwas? Ja, sehen die so aus, als wenn die angreifen wollen? Ja, weiß ich nicht, mit dem könntest du jetzt angreifen. Ja, ja, genau. Dann verliere ich den und dann kriege ich jede Runde einen Schadenspunkt, ne? Nö, ich könnte ja nur mit ihm blocken. Das heißt, er wird auch sterben. Nee, das ist ja. Glaubst du auch selber nicht, dass du blocken würdest? Wenn ich nicht blocke, kannst du angreifen. Ja, ich will den aber trotzdem behalten. Ja, wenn ich nicht blocke. Was? Komm, du bist jetzt dran. Du hast da bestimmt irgendwelche Kackdinger wieder. Du kannst auch gar nichts machen, ne? Ich sag dir jetzt ehrlich, an deiner Stelle würde ich jetzt mit dem angreifen. Nee, mach ich aber nicht. Ich block den nicht. Das ist mir egal. Okay. Der will mich veräppeln, dieser Olsen hier. Hallo, hallo Koali. Moin, moin Koali. Wir betrügen dich gerade. Wir spielen jetzt gerade die ganzen Decks vom Dustin. Sorry. Nikespeeder hat sich heute auch Magic 2014 gekauft. Ja, Magic Duels of the Planeswalker ist echt ein super Game. Aber erstmal hier weiter. Nicht hier die ganze Zeit ablenken. Du willst mich doch nur verwirren. Ich will dich nicht. Du bist fertig? Das brauche ich. Ja, ich bin immer noch fertig. Hast du super jetzt eure dritte Klappe gezogen? Wie geil ist das denn? Ja, genau. Kann das jetzt angreifen? Ist das todbringende Land? Denn der Sumpf, da verschlicken nur eine Einheiten drin, ne? Mhm. Boah, ich habe ja so gute Karten. Ich muss erstmal wieder enttappen. Sorry, ich habe mir vergessen. Dieser Olsen, der vergisst alles. So, aber erstmal. Vergesst mal lieber Essen. Dann sollte ich vielleicht auch häufiger mal vergessen. Wenn wir nicht beide so rund und gut aussehen. So, wie machen wir das? Weiß ich nicht. Boah, ich habe
so geile Karten, Alter. Echt? Zeig mal ein paar. Okay, spielen wir erstmal ihn her. Ich spiele den Vampir-Nachtschwärmer, Kreatur, Vampir, Schamane. Er ist fliegend, Todesberührung, Lebensverknüpfung und 2-3. Ja, ich habe meinen guten Archer draußen. Das stimmt. Ich habe auch beide. Aber da ich gerade einschüchtern gespielt habe, kann ich jetzt angreifen. Aber wann spielst du das immer? Wenn ich eine Kreatur außerhalb des Raumes hier? Wenn ich eine Kreatur rausbringe. Ah, okay. Und ich greife einfach um. Ich mach's auf ihn und greife jemanden. Kannst du nicht blocken. Aber du kriegst, hast gerade ein Leben gekriegt, das ist jetzt wieder weg. Deswegen ja. Bleibt so. Das ist so traumhaft. So, und du bist dran. Das ist ja mal. Mal. Eine tolle Sache. Gut, dann bringen wir hier auch nochmal. Oh! Ja, danke, Koali, dass du auf Nerdpool, das ist ja eine ziemlich coole Seite, müsst ihr mal gucken im Internet. Nerdpool.yoko.de, glaube ich. Nerdpool. Und Koali hat uns da den Live-Link eingefügt. Aber ich habe das selber auch schon eingefügt, glaube ich, Koali. Ja, es wird doppelt Livestream. Es wird doppelt Livestream. Ich bringe jetzt hier kurz mal den Forest raus. Ja, das könnte man natürlich jetzt spielen, wenn man Ulf heißt. Aber nein. Also dieses Vampir-Deck hier, das ist schon ziemlich geil, muss ich schon sagen. Würde mich wundern, wenn du diese Runde gewinnst. Würde mich wirklich wundern. Denn ich habe hier noch ziemlich geile Karten auf der Hand. Ja? Ja, warum? Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Ein super Vampir-Deck ist das hier. Ich kann auch bald ein paar tolle Sachen rausbringen, aber ich glaube. Bring ich den raus? Ich glaube, ich bring das mit dem raus. Boah, der wird zu viel, ist auch so nice. So, nochmal den guten Thornwheeled Archer mit Reichweite und Death Touch. Erinnert mich irgendwie an ein Lied. Gibt es nicht das Death Touch heißt? Weiß ich nicht. Aus deinem Lied gibt es bestimmt. Bestimmt ein Lied, was das bestimmt heißt. So, willst du irgendwas machen? Ach, alles klar. Danke, Koali. Er hat mir einen klickbaren Link eingefügt. Und du, was machst du? Weiß ich auch noch nicht. Deiner Stelle würde ich angreifen. Wenn er das schon immer so sagt, dann bin ich mir immer. Ich kann sowieso nichts machen. Ich bin immer verunsichert. Du musst auf meinen Mana gucken. Ich versuche dir nur zu helfen. Ja, ich kann mir selbst helfen. Klar kannst du was machen, du kannst blocken. Ja, gegen deine Todesberührung ist typisch, ne? Ja, ist eine gute Sache. Dann greife ich mal mit einem Todesberührung. Mal gucken, was Oliver jetzt betreibt. Gar nichts. Eins, zwei. Weißt du was? Aber beziehungsweise, du hast ja eben schon einen gespielt, das heißt, du verlierst noch einen Leben, aber kriegst du wieder zu. Ich krieg eins dazu. Nee. Genau. Das hast du ja wieder verloren hierdurch. Und da habe ich es wieder zugerichtet durch. Was? Was? Ja, mit der Theater, meine ich. Ja, ja. Ich jetzt verliere ich zwei, alles klar. Okay, passt, ne? Fertig? Ja, du bist. Dann erstmal wieder enttappen. Ja, endlich! Das erste endlich, Mal. Endlich, endlich. Oh. Jetzt kriegst du so richtig den Popo voll. Ich bräuchte noch einen Mal. Dann ist alles vorbei. Ist dieser Urge to Feel, ist der eigentlich ein bisschen krass? Wer? Ein LP dazu. Lebenspunkt, ja, das hat man ja schon gerade geregelt. Hier liegt eine Karte, die eins abzieht und hier liegt wiederum eine Karte, die wieder ein Leben dazu gibt. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, wie ich das mache. Nikes, wieder ist aufgefallen, dass er bis jetzt mein längster Zuschauer ist. Ja, das ist doch schön. Ja, ist schön. So, ich spiele jetzt erstmal den Urge to Feed. Das freut mich natürlich, was? Die ist richtig geil. Der Urge to Feed. Instant. Target Creature gets -3/-3 until end of turn. You may tap any number of untapped vampire creatures you control. Ach, if you do, put a +1/+1 counter on each of those vampires. Das heißt, ich kann jetzt eine Zielkreatur -3/-3 geben. Und ich kann meine Vampire tappen und die kriegen dann eine 1-1. Ja. 1-1 Marke. Marken kriegen die. Das heißt, der kriegt erstmal -3/-3. So Pfandmarken?
Ja, das heißt, er kann sich schon mal ins Nirvana verabschieden. Warum? Ich tappe jetzt alle drei von meinen Vampiren. Wo sind die, die Würfels? Ach, die Würfels. Ja, da muss ich ja mal für aufstehen. Und die drei kriegen jetzt alle +1/+1. Wie geil ist das denn? Ja. Aki kann jetzt natürlich nächste Runde eingreifen. Aber weiß nicht, ob er das tun wird. Ich tue das nicht. Denn er muss mit dem Todesberührungskollegen ja auch blocken. Und nochmal danke für die Würfel, Koali. War das Koali? Ich glaube. Ich bin verwirrt. Das war Koali. Warum verabschiedet er sich jetzt? Er wollte nur noch gar nicht weg. Ich mache ja eine Eins drauf. Weißt du, dass die eine Marke auf dem Spielfeld bleiben. Die haben alle. Die kriegen jetzt alle 1-1. Ja. Dann muss ich auch mal gleich mal. Oh, dann muss ich ja auch schon in meine Karte spielen, wo alle Kreaturen 2-2 kriegen. Oh, das ist aber nervig, ne? Wirklich. So. Warum? Und du bist dran. Gut, und er ist jetzt tot. Er ist tot. Warum ist er denn tot? Weil er -3/-3 bis zum Ende des Zuges gekriegt hat. Ach so. Das ist ja gar nicht so nett von dir gewesen. Nicht, ne? Bisschen. Gut, dann tappen wir mal alles wieder. Ich brauche jetzt natürlich einen Mana. Und ich ziehe natürlich kein Mana. Hm? Das ist hart. Gut. Dann hast du natürlich recht, Koali. Hätte ich in seiner Runde spielen sollen. Tja. Ja, ich weiß. Verplant. Verplant Olsen. Wer nichts weiß, muss bestraft werden. Aber er greift sowieso nicht an, höchstens mit dem einen. Jetzt bringe ich den. Ach, scheiße, muss ich noch den hätte ich in einer anderen Runde spielen. Den raus und den Quellenrückrufer. Beide. Quellenrufer, ruf die Quelle des Lebens. Nein, da steht natürlich, du hältst für jeden Elf im Spiel einen Lebenspunkt dazu, aber nur wenn ich ihn tappe. Mhm. Und dann nochmal den. Ist das gut? Llanowar-Elf. Das ist ein I, ne? Ne, Doppel-L. Llanowar-Elfs. Retro-Elf-Druide. Add ein Mana to your Mana Pool. Den kann ich dann direkt ganz gut nächste Runde nutzen. Richtig. Gut, erkannt, ne? Und jetzt kriege ich erstmal 2 Leben dazu. Und? Ne, du kriegst ja 2 wieder abgezogen. 2 wieder abgezogen. Das ist schade. ich wollte mich so schön hier mit dem Essence Warden buffen. Ich muss gleich mal, glaube ich, mal mit dem zweiten und dritten Essence Warden erfahren, da rausbringen. Nein, das habe ich natürlich nicht. Ich veräppe Olsen nur. Und jetzt machen wir, er kann ja so nicht blocken. Ich kann momentan nicht blocken, ne? Aber ich kann ja nächste Runde angreifen. Aber du hast noch einen Mana da offen. Warum hat er das Mana offen? Warum hat er das getan? Egal. Ja. Du willst nächste Runde ja nicht blocken? Okay. Ja. Da liegt auch was. Vielleicht block ich ja, aber meine sind alle. Okay, die sind nicht fliegend. Ja. Aber ja, kannst du machen. Er ist nicht fliegend. Mach wie du willst. Er ist fliegend. Er ist fliegend? Ja. 3, 4 Lebensverknüpfungen. Oh. Das ist natürlich schon ärgerlich. Dann greife ich halt mal mit allen an. Also mit allen Beinen, ne? Ja, Live-Coaching macht Koali für uns. Das ist echt super nett. Ja, okay, dann kriege ich 3. 1, 2, 3. Genau. Was hast du gefällig? Ja. Okay, dann tappen wir die drei Jungs hier und Mädels. Manas noch und jetzt hätte ich auch noch gerne Mana. Schön. Gut, kann das auch mal so klappen? Ich hätte jetzt gerne noch einen Mana. Ah, okay. Hat er mir schon mal jetzt gesagt, dass ich auch den jetzt kriege. Okay, das geht doch jetzt schon mal hart ab. Hart? So, ich spiele den Feast of Blood. Feast of Blood. Cast Feast of Blood only if you control 2 or more vampires. Nee, hast du nicht. Das ist alles. Und die Karte macht, destroy target creature, you gain 4 life. Also ich darf eine Karte zerstören und kriege 4 Leben. Die? Nee, ich darf eine Kreatur zerstören. Okay, dann zerstör doch deine. Ja. Nee. Kannst du machen, oder? Theoretisch geht das. Ich kann auch meine zerstören, das will ich aber gerade nicht. Warum denn nicht? Ich zerstöre erstmal ihn. Und ich kriege 4 Leben. 1, 2, 3, 4. Und du kriegst nichts dazu. Nee. Ja, weil das nicht ist keine Kreatur, ne? Nee. So, und ich spiele nochmal den Feast of Blood. Wie soll das denn gehen? 2 Mana. Ja, und sind 4 draußen. Hast du noch nur 1 getappt? Du hast 3 getappt vorab und hast. Nein, Feast of Blood kostet 2, das war dasselbe. Ja, aber warum hast du dann 3 getappt gehabt und hast gerade nur 1 hinterher getappt?
habe gerade zwei getappt. Nee. Ich tapp doch nicht drei, wenn ich nur zwei bezahlen muss. Ja, das weiß ich ja nicht. Und selbst wenn, ich habe die beiden die kosten vier. Du hast bestimmt irgendeine Fähigkeit noch genutzt, die auch 10 Mal. Ich habe ja keine Fähigkeit genutzt. Doch, du nutzt die immer heimlich. So, ich spiele nochmal den Feast of Blood. Ja. Und. Verstöre den Wunderwolf. Welchen machen wir jetzt platt? Ja, wessen macht er wohl platt? Was? Welche Karte? Na gut. Ein Thornwield Archer. Wie oft hast du die noch behandelt? Noch ein paar Mal? Nö. Ja, das ist schön. So, und Full Attack. Ja, ja, toll. Lass ich alles durch. Hast du alles durch? Ja, was soll ich denn machen? 1-1er blocken? Du Brackknödel, du. 7 Damage sind das. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das stimmt. Und ich krieg noch 3 Leben dazu. 1, 2, 3. Durch die Lebensverknüpfung auf ihn. Ah, natürlich. Natürlich, du bist dran. Ich bin schon wieder dran. Das ist jetzt hier erwartet. Hey, ich hab keinen Mana gekriegt. Das ist ja. Cool. Zart, du hast wenig enttappt, Junge. Ich muss es dir wohl einprügeln. Komm mal her. Nee. Halt mal, komm, halt deinen Kopf hier hin. Nein, halt ihn selbst hin. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Koali, helf mir! Oh, Hilfe! Zeig mir mal die Karte. Ganz viel. Nein, ich weiß schon, was ich mache. Also, ich tapp den. Jetzt mal tapp ich in eine andere Richtung. Dann tapp ich den hier alle. Bringt natürlich jetzt gerade nicht so viel. Das ist eigentlich blöde. Ja, kann ich eigentlich auch nicht machen. Das ist. Nee. Das lasse ich. Moinsen Jack. Das lasse ich mal. 1802. StarCraft kommt heute nicht. Das kommt dienstags und donnerstags. Gestern ist leider ausgefallen. Och Mann, das ist. Ich kontrolliere einfach zu wenig Elfen. Das ist hart, ne? Einfach, es ist wirklich so. Ich habe natürlich auch perfekte Karten gezogen gegen dein Elfendeck, muss man dazu sagen. Ist einfach echt dreist. Ist dreist, ne? Ja, einfach mega dreist. Dieses Vampir-Deck hier ist auch mega geil, glaube ich. Also Jack, es kommt heute noch natürlich auf Agri plus Ursen noch ein Let's Play von StarCraft. Aber Livestream ist immer jeden Dienstag und Donnerstag, Freitag immer nur Magic. Das heißt nur Freitags Magic, ist auch voll geil. Aber kommt halt noch. Also ich habe jetzt nochmal den Timber Watch 11 gezogen, der natürlich jetzt nicht so richtig geil ist. Target Creature gets XX until end of turn, when X is the number of elves in play. Bufft er sich dann auch hoch, wenn ich mehrere kriege? Ja, glaube ich, ne? Du kannst, dein Ziel kriegt plus X so viele Elfen, wie du kriegst bis zum Ende des Zuges. Also 3-3 wird jetzt die Kreatur geben, der du das gibst bis zum Ende des Zuges. Das ist ja gar keine Kreatur, ich sehe es gerade. Das ist eine Kreatur. Ach doch, ist ja doch eine Kreatur. Stimmt. Deswegen 3-3. Ich kann das dann irgendeiner Kreatur theoretisch jetzt noch nicht geben, erst nächste Runde. Ja, nächste Runde kannst du ihm das tappen. Er hat ja Einsatzverzögerung. Ja, Leute, hat er das. So, und du kriegst. Nee, du kriegst kein Leben. Nein, immer noch nicht. Aber ich greife dich jetzt, obwohl. Ne, ist eigentlich auch wurscht, ob ich dich angreife. Oder nicht angreife. Fraglich, ob du nächste Runde blocken willst. Ich werde nicht blocken wollen. Aber dann bin ich 2 Runden tot. Möglich. Du hast ja immer noch den, mit dem du buffen kannst. Das kannst du ja auch zum Blocken machen. Das bringt auch nichts, wenn ich hier 2 Schaden zufüge. Das ist so, kann ich auch auf einen Hunde auf den kacken. Das bringt mir genauso viel. Nee, ich lasse das jetzt einfach mal. Na gut. Fertig? Ja, ne? Agri ist fertig. Immer. Komplett fertig. So. Ob wir mal einen längeren, Livestream machen können? Was meinst du denn länger? Wie ist denn lang für dich? Also wir machen ja sonst immer so 4 Stunden Livestream. 4 Stunden finde ich jetzt nicht gerade wenig unbedingt. Naja, normalerweise ist 4 Stunden. So, ich habe hier richtig coole Karten. Die ganze Nacht über vielleicht mal. So einen Samstags. Oder einen kompletten Samstagsstream, nennen wir das dann. Ja. Ach, Nerdstufe. Ach nee, jetzt habe ich es verraten, was ich erwartet habe. Was denn, Nerd?
Nurch. Ja, der Nurch. Nurch. Er hat die Nurch auf der Hand. Werf ihn ab. Nurch. Okay, ich mache erstmal das. Ich mache mal wieder den Feast of Blood. Junge! Und ich töte einfach hast mal. Hast du eine magische Hand, wo die Karten irgendwie erscheinen, die du brauchst? Ja. Sag und ich töte den hier, den nervt mich. Nervt der dich? Und ich krieg wieder 4 Leben. 1, 2, 3, 4. Gleich kipp ich hier das Spielfeld um. Okay. Kann ja gar nichts machen! Full Attacke. Oh Mann. Du bist mal 4,5 Stunden weg, oder? Dann kannst du ja trotzdem immer noch circa 3-4 Stunden, circa 1,5 Stunden gucken. 1-2 Stunden. Weiter. Ja, ja, du greifst mich jetzt an. Habe ich ja mitbekommen. Ich greife dich an, gibt wieder 7. Ja, was soll ich da machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich krieg nochmal 3. 1, 2, 3. Juhu! Juhu! Ja, ich freue mich auch. Das läuft ja ganz gut für mich, würde ich sagen. Nee. Gar nicht. Oh, mir fehlen einfach die Mana. Mana. Ich habe mit 3 Mana. Ich hatte wirklich. In meiner Starthand hatte ich 3 Mana drin. Ne? Ich habe bis jetzt noch keinen Mana gezogen. Oh, ist ein Zitter fleißig Mana. Machst du die ganze Zeit den? Den kannst du benutzen. Ja, toll, ich brauche aber noch einen Maler mehr. Echt? Jetzt hätte ich schon den dicken Baum hier hinten rausgebracht. Der den ordentlich dir den großen Rohrstock über den Arsch zieht. Oh, ja. Aua, mein Hintern. Ja, der wird dann ganz wund. Jetzt komm ran, mein kleiner, haariger, schlechter Magic-Spieler. Ach, fick den Elfen, ey. Das ist ja echt. 4 Karten auf der Hand. Tja, 4 Entscheidungen, die hart zu treffen sind. Könnte ich spielen, bringt mir nichts. Diese langen Überlegungszeiten hier bei einem Elfendeck. Ja, was soll ich denn da machen? Da muss man mal ein bisschen überlegen, weil, ne? Das ist so lächerlich. Wenn ich den spiele, kann ich den nicht mehr spielen? Das kostet nur 1. So. Jack 1802 sagt gerade, mitspielen ist viel lustiger im Livestream. Da hat er natürlich recht. Und ach, die Livestreams ab und zu gehen die auch mal länger. Die gehen ja auch mal bis 8, deswegen, das passt ja schon mal. Ich glaube, ich spiele das mal so. Ne, dann hat er wiederum 1 Satz verloren. Das ist doch auch soft. Ich hab den Agri jetzt auch heilig schwören lassen, dass er jetzt auch immer einen Livestream macht. Egal was ist. Sollte ein Bein verlieren. Kopf hat er ja schon verloren. Wo ist der? Weg. Dann suche ich den hier nochmal, ja genau. Jack Scare Archers, Creature Elf Archer, Jack Scare Archers, Powered and Toughness. Gut, dann Toughness. Are each equal to the number of Elves you control, also kriegt er 2-2 die... 3-3. Ach ja, er zählt da selbst als Elf auch mit. Habe ich jetzt wenigstens mal 3-3-Elf draus. Aber der ist voll ja geil, ey. Und du kannst ihn tappen und dann kannst du Damage machen, dementsprechend 3-3, ne? Also kannst du 3 Damage verteilen. Nee. Boah. Mann, ist der immer. 3-3 hat der? Passt ja. Wie Faust aufs Auge. Fertig? Ja, ich krieg kein Leben und du verziehst mir direkt wieder ab. Ja, ja. Bleib so. Nimmst du noch die Pfoten weg von deinen Karten? Willst du was machen? Kannst du später töten. Kannst du sowieso nichts mehr machen, außer angreifen. Du bist. Dankeschön. Ich denke, das will ich auch. Mal, wie ist das überhaupt? Wenn du mich jetzt, du greifst mich jetzt an zum Beispiel, was du machst natürlich auch. Und ich würde den tappen. Als, kann ich den auch als Mana-Quelle dann verwenden trotzdem noch? Wenn du? Den kannst du. Ja. Kannst du. Okay. So, noch ein Sumpf gezogen. Ja, gut, dann hätte ich ja nur Jack. Aber wieso tappe ich hier denn 5 Mal, ne? Brauche ich nicht. Soll ich dich nochmal eine Runde leben lassen? Nö. Beende die Qualen. Okay, ich spiele den Urge to Feed mal wieder. Och, Junge. -3, -3. Und. Riesenwuchs. +3, +3. Da kann ich der Urge to Feed in den Hosen feeden. Okay. Ja, dann überlebt er. Schofit kann mich mal.
Der hat jetzt, aber der hat ja keine Reichweite, ne? Nö. Ja, doch, ganz viel. Ja, Bogen hat er immer Reichweite und. So, dann mache ich. Dann, obwohl der kann aber blocken. Der hat, ja. Der hat jetzt 3-3. 6-6 hat er jetzt. 3-3 hat er jetzt. 6-6 hat er jetzt. Oder hat er nur 3-3 dann? Weil du ihn angegriffen hast. Moment. Ich habe ja gerade den Urge to Feed gespielt. Das heißt, dann hat er 3-3. Der hat 1-1. Ich mache ich dann diese Runde nichts. Pushe ich dann lieber die Kollegen. Ich habe den Urge to Feed schon wieder falsch gespielt. Ja, ich weiß. Den hätte ich später spielen sollen. Sorry. was mache ich denn jetzt? Lass ich die raus. Du kannst die beiden ja blocken. Okay, dann tappe ich die beiden für Urge to Feed. Und die kriegen jetzt jeweils nochmal. Was machst du da? Warum nimmst du diese Karte schon auf die Hand? Hast du nicht gerade abgeworfen? War das ein Problem? Nee, nicht auf die Hand. Kommt hier weg. Ja. Ich hab schon gedacht. So, die haben jetzt beide noch ein 2-2 gekriegt. Mit ihm greife ich an. Ich glaube, Jack meint Flachwitze, oder? Könnt ihr ein paar Flachwitze bringen? Ich bringe doch durchgehend Flachwitze. Ja. Eigentlich schon. Habe ich auch immer so das Gefühl. Okay, er macht 3 Schaden. Kannst du nicht blocken. 1, 2, 3. Und ich krieg wieder 1, 2, 3. Nee. Weil er fliegend ist, ne? Ja, ja, ist ja fliegend. Aber diese, weißt du, da hab ich einen Elfen, ne? Der einen Bogen in der Hand hat, dieser Elf. Er hat wirklich den Bogen in der Hand. Du bist. Hast du mit allen jetzt angegriffen? Nee, die beiden habe ich getappt, für dass die noch ein 1-1 kriegen. Wegen dem Urge to Feed. Aber weißt, da ist da eine Kreatur mit Bogen drauf, aber anscheinend können die nicht mit einem Bogen umgehen und nicht in die Luft schießen. Ja, du kannst ja gleich Kreaturen, du kannst ihn ja tappen und Kreaturen von mir töten mit dem. Ist mir ja auch egal, aber der ich meine. Ist mega nur, geil. Ich meine nur trotzdem, also wenn da so ein Bogen drauf ist, möchte ich auch gerne, dass der Reichweite hat. Komm, ne? Unsere Folgen dürfen nicht immer 50 Minuten gehen. Ja, 50 Minuten? So, ich ziehe jetzt mal eine Karte. Wir müssen hier pure Action bringen, wie in so einem schlechten Michael Bay-Film. So Transformers, wo 100% Action drin ist. Ich muss erst noch tappen. Hast du mal die neuen Turtles gesehen? Nee. Sind die gut? Nee. Die sehen aus wie so Mutanten-Turtles. Die sind sie ja auch, aber wie so richtige Mutanten. Die sehen richtig mutiert aus. Das hört sich nicht gut an. Ich weiß nicht, ist doch eigentlich, ist ja geil, aber... Ich bin so die nächste Runde tot. Nichts gegen Luft. Das denke ich auch, dass du nächste Runde tot bist. Ich könnte jetzt hier was spielen, aber... Ach komm. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann bringe ich den nochmal die Stimmen des Waldes raus. Voice of the Woods. Tap 5 untapped elves you control, put a 7-7 green elemental creature token with trample into play. Ja, das ist traumhaft. Momentan hat die jetzt 2-2. Die Stimme des Waldes. Ich höre sie schon rufen. Wo da hinten? Ja. Okay. Bringt man natürlich gar nichts eigentlich. Ne? Das stimmt. Ja, das war's. Das war's. Gebe auf. Gibst auf? Ja. Nein, du kannst doch nicht aufgeben. Nein, aber war ein gutes Spiel. Was hätte ich gezogen? Das Kind der Nacht hätte ich noch gespielt. Und... ja, läuft. Ja, du musst jetzt nicht die Witze lesen, können wir gleich machen. So, ja, erstmal ein cooles Spiel. Ozen hat mit dir gewonnen, typischerweise, war ja klar, ne? Hätte ich dann vorher rein schon auf mich gesetzt. Wir müssten hier Wetten machen. Vielleicht gibt es ja bald Bet and Win für Agri und Ozen Magic Matches. Ich denke nicht. So, bumm. Also meine Quote wäre dann natürlich dann mega geil. Dann würde ich immer auf Agri setzen. Ich würde auch immer auf mich setzen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.